an die Brassen! Hallo, ihr Landratten und Kielschweine. Willkommen zurück beim Herrscher der Meere. Ja, wir haben ja in der letzten Folge Merolin den portugiesischen Heimathafen erobert. Und als ob sich das blitzschnell rumgesprochen hätte in der Welt, war auch auf einmal die Zufahrt nach Lovangen frei. So dass ich da also einfach mal gleich rein bin mit der Flotte und das Mädel gekapert habe, an Bord gebracht habe, damit wir sie dann doch hoffentlich rechtzeitig wohin schaffen? Nach Buron, ne? Geht wieder einmal um die halbe Welt. Nach Buron, ja, okay. August, na, das ist ja noch ein Weilchen hin. So, schauen wir mal, wie es weitergeht, insbesondere wie es den Portugiesen ergeht. Zielhafen erreicht, Sir. Denn wir laufen ein. Die dürften so ziemlich geknickt sein. So. Wir sind eingelaufen, Sir. Mit unserer Missionsbrig hier in Lovangen. Zack, nehmen sofort das Mädel an Bord. Zack, zack, rüber mit ihr. Decken uns mit Proviant ein. Und dann zack, auf die lange Tour hier erstmal nach Nostria. Ja, das schaffen wir. Wie sieht's aus? Kommen wir denn gleich runter? Soweit reicht der Navigation gar nicht. Setzen wir es erstmal bis hier hin. Sollte reichen. Jawohl, bis dahin kommen wir auch nur. Jetzt können wir dann hier noch schnell einen Hafen anlaufen, falls es mit Proviant knirsch wird. Aber erstmal machen wir uns hier auf den Weg. Ja, bevor das Mädel schlecht wird. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl, die Galeonen hier oben im Norden in Riva. Wir sind eingelaufen, Sir. So, Bedarf Alkohol und Tabak. Und wie wir es geplant haben, haben wir kräftig viel Alkohol dabei. Das wird uns nochmal glatt nach vorne bringen, kohlemäßig. Und wir können jetzt hier, da alles leer ist, können wir die Galeonen gleich nochmal richtig ausrüsten und eben dafür sorgen, dass alles gleichmäßig verteilt wird. Erst die Mannschaft, dann der Proviant und dann nehmen wir mit, was wir hier inzwischen noch angeschafft haben, was ja auch noch übrig ist. Aus neutralen Beständen nichts weiter. So weit. So gut. Das hätten wir. Produktionsstätten in Riva. Hier alles im Griff. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf die lange Strecke wieder zurück. Hier erstmal nach Dirat. Dann Allport und so weiter, zack, 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 und nehmen unterwegs natürlich wieder alles mit, was wir kriegen können. Ja. So, hier, so. Ja. Weiter geht's. Wo geht's denn weiter? Hier haben wir eine Galeone, hier ist eine Missionsbrig unterwegs. Okay. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl. Moment mal. Hier sind die Fleuten. Und die Korvetten. Jawohl, da unten schon unterwegs. Nicht, dass ich hier eine Flotte übersehe und die einfach irgendwo stehen bleibt. Wir sind eingelaufen, Sir. Weil ich vergesse, sie losfahren zu lassen. So, in Festum werden wir hier natürlich die ganzen Fälle verscheuern, die wir haben. Alkohol bringt hier nicht so viel. Deswegen einfach mal Proviant und Mannschaft auf Vordermann gebracht. Zack. Und auf geht's. Weiter geht's nach Mendena. Ich denke mal, wenn wir wieder in Jagan sind, werden wir hier eine von den Galeonen austauschen. Die schwächste natürlich, die langsamste. Damit wir hier auch Lagerkapazität wieder haben, weil die ist ja irgendwie knapp geworden. Also unser Lager erweitern müssen. So, weiter geht's. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Erreicht, Sir. Wir genau, laufen die ein. Leute nehmen hier nochmal so ein bisschen Krempel mit aus. Wir sind eingelaufen, Sir. Was halt so in der Zwischenzeit
produziert wurde. Das ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Wir schauen mal, in Kunshan ist da jetzt. War da nicht eine portugiesische Produktionsstätte? Nö, alles besetzt. Vielleicht sind wir auch soweit klar, dass wir dann hier nach Jagern können. Hoffentlich kommen wir da an, bevor die große Hafenrundfahrt hier vorbeikommt. Wir laufen ein. Aber die Fleuten sind ja noch leider recht langsam. Wir sind eingelaufen, Sir. Eventuell warten wir da einfach. In Mendena jedenfalls können wir Baumwolle loswerden. Baumwolle. Haben wir hier nichts dabei. Aber hier kriegen wir noch ein bisschen guten Preis für Alkohol. Deswegen verscheuern wir den hier einfach mal. Zack, zack. So. Und dann geht es hier auch schon auf. Nach Jergan. So. Notfalls warten wir da aufeinander. Das soll ja nicht die Sache sein. So, Monatswechsel. Was ist mit den Portugiesen? Was ist mit den Portugiesen? Können die noch am Spielgeschehen teilnehmen? Noch wissen wir nichts. Okay. In Jagan eine neue Fregatte fertiggestellt. Sehr schön. Nebelauen. Da müssen wir wieder Produktionsstätten ersetzen. Und da haben wir ein portugiesisches Schiff. Okay. Nebelauen Produktionsstätten. In Festung eine Korvette. Und damit sind wir durch. Den Hafen hier. Der Hafen ist geöffnet, ne? Den sollten wir vielleicht mal sperren, damit die Portugiesen hier nicht reinkommen. Und von der Kampfgruppe, die wir hier noch in Merolin haben, schicken wir mal ein paar Schiffe aus, die schnellsten und die am besten in Ordnung sind. Damit wir die portugiesische Brig vielleicht auch zu fassen kriegen. Also wir sollten auf jeden Fall. Naja gut, die ist nicht zu schnell. Die hat es ziemlich gehört. Die Brig ist schnell. Die ist noch auch ziemlich in Ordnung. Was ist mit der Korvette? Langsam, langsam. Oh Gott. Auch langsam. Na klar, die Galeone sowieso. Die Fregatte. Die ist relativ schnell. Die kann mit den Korvetten ja glatt mithalten. Die Korvette hier auch einfach langsam, weil zu beschädigt. So, 13, 11, 11. Sieht soweit gut aus. Ne? Schicken wir die Jungs mal los. Oh, Flotte D. Zack, hier einfach auf die Jagd nach der portugiesischen. Ja, was ist das? Was wird das sein? Eine Brig wahrscheinlich. Ja, damit wir die Portugiesen hier mal aus dem Spiel kippen. Und weiter geht's. Ja, die Jungs sind gut unterwegs, die sind schnell. Ja, aber die Missionsflotte überholt hier die Galeonen. Ruckzuck, seht ihr, wie der Dampfer hier abgeht? Ist das nicht toll? Unser Proviant geht schon eingestört. Ja, dann verteilt einfach mal wieder ein bisschen, ne? So, dann hat jeder was davon. Und dann geht das hier auch weiter. So, da. Jawohl. Da haben wir die portugiesische Brig und wir dürfen sie sogar angreifen. So. Eine Brig als Handelsflotte. Keine Waren an Bord, nix. Der kann doch gar nichts transportieren. Auf ins Gefecht. Ruckhof da rum. Da hinten. Auf ihn mit Gebrüll. Na. Volle Breite!
Probleme kriegen. Der versucht hier unter Land auszubüchsen. Da stellst du ihm einfach mal den Weg. Aus der Meerenge kommst du nicht mehr raus. Da sitzt du in der Falle, Bursche. Oh, da ist nichts mehr, da ist dein Weg zu Ende. Wie, der ist doch nicht hier etwa tatsächlich abgehauen. Ihre Flotte war siegreich. Und? Ist der Brasilianer? Der ist geflohen, das kann doch nicht sein. Oh, den... Noch haben wir einen in Sichtweite, noch gehen wir da nochmal rauf. Das kann ja wohl nicht sein, dass der hier abhaut. Na, ich krieg hier schon wieder... So, Situation ist wieder dieselbe. Und ich nehme mal an, die KI ist nicht so pfiffig, dass sie jetzt versucht, hier anders zu reagieren. Ja. Deswegen... Verlegen wir ihnen mal mit der Fregatte den Weg. Die stellen wir hier auch in den Weg. Die beiden Briggs dürfen dann erstmal drauf. Ja, Junge, da musst du jetzt erstmal rum. Und das war's. Haben wir die Fregatte gar nicht gebraucht, sondern die Briggs haben das ganz alleine geschafft. Ja, und die portugiesische Brigg hier versenkt. Und damit können die Jungs auch wieder hier gleich nach Hause fahren. So. Und den Spielzug beenden. Ja, möchte ich. Wollen wir mal schauen? Ja! Ist wach geworden, um sich noch wirkungsvoll am Spielgeschehen zu beteiligen. Das war auch der Sinn der Sache. Das war Absicht. Also, Portugal aus dem Spiel. Ja. Aber die anderen Computergegner lassen wir natürlich erstmal dann weiter agieren, auch wenn sie nichts großartig machen. Ja. So, da sind wir wieder, Monatswechsel, ja, passt soweit alles. In Festum, wieder verfallene Produktionsstätten müssen wir ersetzen. Neue Korvetten, neue Briggs, überall ein blühendes Imperium hier. So ist das halt. Oh, wo haben wir hier? Im Elfenbein. So. So, den Hafen von Ebingen, Nibelauen. Ebingen, den können wir wieder öffnen. Portugal ist hier draußen. Das heißt, hier, zack, da sind sie nicht mehr mit den anderen. Ach komm, den können wir mal hier einen Kooperationsvertrag anbieten. Na, dann vielleicht tut sich da aber auch was. Oh, dass die bei uns in den Häfen einkaufen können, pipapo, sind dann endlich mal die auch zu Potte kommen. Als Gegner, ich will mal schauen, wie sich das jetzt vielleicht auf meinen Spielstand ausgewirkt hat. 167.000 Punkte, hey, da sind wir ein Stück vorwärts gekommen. Durch Mission haben wir alleine 57.000 Punkte geholt. Schauen wir mal, wann wir die nächste Beförderung kriegen. Vielleicht bei 200.000 Punkten, ich weiß es nicht. Ich habe hier keine Tabellen im Kopf. Aber schauen wir einfach mal noch mal ein bisschen weiter. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Die große Hafenrundfahrt läuft in Jagern ein. Die Leute sind ja auch gleich sind eingelaufen, dabei, aber wir schauen erstmal.
Elfenbein und Tabak können wir hier direkt verscheuern. Das heißt nur ein Elfenbein. Derby. Und genau, ich wollte ja hier eine Galeone in die Lagerflotte packen. Am besten eine, die eh schon Kaffee geladen hat. Die hier. Sollte natürlich eine von den langsamen sein. Die 7 ohne beladen. Ne, ist auch voll beladen. Die 7, die ist voll beladen. Ja, die ist die gleiche. Dann können wir auch den Dampfer rüberpacken. Und hier gleich erstmal eine neue Galeone zur Flotte hinzufügen. Wieder mit Standardausstattung. Komm schon. Zack, zack, zack. Und 200 Mann an Bord. So, und 20 Wochen. Probieren. Dann schauen wir in der Lagerflotte vorbei. Oh, da werden wir den Proviant. Und die Leute erstmal von Bord schaffen. Und dann picken wir uns unsere Galeone raus, auf der wir die Geschütze noch haben. Und die Kugeln, die kommen natürlich auch alle von Bord. Damit wir da Platz haben. So, wieder rein in den Flottentransfer. Zack, da haben wir die Lagerflotte. Gewürze, die werden wir auf unserer Tour natürlich los. Und Kaffee, den werden wir woanders hinschicken. Das sieht halt mal nicht doch andersrum genau alles. So, also Klamotten, Textilien werden wir nämlich auf der großen Hafenrunde los. Genauso wie Gewürze, Zucker und Baumwolle. So, damit sollten wir die große Flotte auch gut. Ja, haben wir die Laderäume doch schon gut gefüllt, wenigstens zu 2/3. Ne? Und 86 Tonnen Kaffee ist ja auch schon mal ein Wort, dass wir die in den Osten dann auch unterbringen. So, hier Besatzung und Proviant aufgefrischt. Wir warten aber noch, wir haben ja noch genug Platz an Bord, auf die Fleuten. Hier ausnahmsweise mal. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, dann auch da loszufahren mit der großen Hafenrundfahrt, wenn wir mit den Fleuten da waren. Wir sind angelaufen, Sir. So, die Jungs werden hier wieder versorgt. Kanonenkugeln, Leute und Proviant. Und dann werden sie hier wieder zack, zack, zack reingepackt. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Schäden Lex. Das Ding packen wir mal einzeln. Leute, die Reparatur, da haben wir wenigstens einmal den mal so begucken können. Ja, ob das an diesem einzelnen Schiff was wird. Ob da irgendwas sich mit Reparaturen tut. Vielleicht müssen die einzeln sein oder sowas, dass sie repariert werden. Ich weiß es nicht. Ne? Da rätseln wir ja schon von Anfang an drumherum. Und ich merke gerade, ich habe wieder mal ein bisschen überzogen. Ein paar Minuten nur. Aber trotzdem hier erstmal Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.